Wir lieben unsere Schnüffelschnuten über alles und wollen ihnen geistige und körperliche Auslastung bieten. Welche Tätigkeiten unsere Vierbeiner besonders gerne machen, die sie so richtig auslasten, das erfährst du in diesem Video. Erstens, Schnüffelspiele. Hunde mögen Schnüffelspiele, denn sie setzen ihre Nase mit Vorliebe ein. Egal ob der klassische Schnüffelteppich oder selbstgemachte Schnüffelspiele, bei Schlechtwetter sind sie der beste Weg, um deine Fellnase auszulasten. Hast du schon mal versucht, deinem Hund einen Schnüffelparcours anzubieten? Dafür baust du einfach zu Hause verschiedene Stationen auf. Zum Beispiel findet dein Hund bei der ersten Station seinen Schnüffelteppich, danach geht es weiter zum Handtuchstrudel. In diesem eingewickelt findet er viele kleine Leckerchen, die er nun suchen muss. Deiner Kreativität sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Auch Intelligenzspiele und Futterbälle aus dem Handel sind hervorragend geeignet, um deinem Hund Abwechslung zu bieten und seine natürlichen Instinkte zu befriedigen. Zweitens, Abwechslung beim Gassigehen. Gestalte den Spaziergang für deine Fellnase abwechslungsreich. Lege zum Beispiel eine Baumduftspur. Dafür schickst du deinen Hund ins Platz und bleib. Während er brav wartet, nimmst du ein gut duftendes Leckerchen und fährst es den Baum entlang, sodass eine Duftspur entsteht. Dann steckst du das Futterstück in die Rinde. Wenn du fertig bist, gibst du dem Hund das Signal, dass er es suchen darf. Du wirst erstaunt sein, wie gern er diese Übung macht. Auch das Leckerchen werfen ist eine gute Möglichkeit, um deinen Hund auf dem Spaziergang Abwechslung zu bieten. Hierbei kann er seinen Jagdtrieb im sicheren Rahmen ausleben, denn er darf dabei den Futterstückchen nachjagen oder sie fangen sowie nach Herzenslust am Boden danach suchen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Drittens, Wanderungen. Du liebst es, mit deiner Fellnase neue Wanderungen zu entdecken? Fantastisch! Allein die unterschiedlichen Düfte im Wald lasten deinen Hund so richtig aus. Wenn du noch mehr Abwechslung in die Wanderung bringen möchtest, nimm einen Futterdummy mit. Diesen lässt du auf dem Weg einfach fallen. Wenn ihr euch ein Stück davon entfernt habt, schickst du deinen Hund zum Suchen zurück. Hat er ihn gefunden und bringt ihn dir, belohnst du ihn aus dem Futterdummy. Viertens, Hundesport. Viele Hunderassen lieben es, Sport zu treiben. Manche rennen und toben gerne im Agility-Parcours, andere finden in der Fährtensuche ihre Erfüllung. Besonders die Fährtensuche ist dafür geeignet, den Hund richtig auszulasten, weil er seine Nase intensiv einsetzen muss und das macht den Hund müde und glücklich. Fünftens, Tricktraining. Das Tricktraining fördert den Hund mental. Egal, ob du ihm beibringen willst, Pfötchen zu geben oder den Kopf abzulegen. Das Erlernen dieses Tricks erfordert eine hohe geistige Konzentration. Am besten lassen sich Tricks mit dem Klicker erlernen, weil man damit punktgenau erwünschtes Verhalten bestätigen kann. Nebenbei stärkt das Tricktraining das Selbstbewusstsein deiner Fellnase, weil er sich den Trick selbstständig erarbeiten muss. Sechstens, Spielzeug. Viele Hunde lieben es, Ball zu spielen. Hier musst du aber gut aufpassen, dass dein Hund nicht zum Balljunkie mutiert. Gegen kontrolliertes Ballspielen ist aber nichts auszusetzen. Mache einfach Übungen zur Impulskontrolle daraus, indem du den Ball in der Wohnung oder draußen versteckst und den Hund dann danach suchen lässt. So muss er sein Köpfchen anstrengen und die Übung bekommt einen zusätzlichen Mehrwert. Egal ob Wanderungen oder Beschäftigungsspiele für drinnen, das Wichtigste ist, dass du deinen Hund weder überforderst noch unterforderst. Beherzige unbedingt immer die Ruhebedürfnisse deines Hundes, damit eine Balance zwischen Auslastung und Entspannung herrscht. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du erkennen kannst, dass dein Hund unterfordert ist, dann klick auf das rechte Bild und sieh dir in unserem Video die 5 Anzeichen an, die er dir dann zeigt. Und willst du das Geheimnis dahinter kennenlernen, wieso Hunde so extrem gut riechen können, dann klick unbedingt auf das rechte Bild, um direkt zum entsprechenden Video zu gelangen.